Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich möchte das Jahr beenden und Ihnen neben den normalen netten Grüßen vielleicht noch einige Bücher vorstellen. Und gleichzeitig ist diese Aufnahme ein kleiner Test. Wie Sie ja wissen, hatte ich mich beteiligen dürfen an dem Test des Ninja Assassin von Atomos für 4K-Aufnahmen, um meine einfache Kamera, in Anführungszeichen einfache Kamera, Sony Alpha 7S, ein bisschen zu pimpen, dass wir jetzt 4K bzw. Ultra-HD-Aufnahmen haben. Ich verbinde aber gern einen Test immer mit der Möglichkeit, auch gleich was vorzustellen, dass es eben nicht sinnlos letztlich ist. Was steht neben mir? Dieses bekannte Standardwerk ist von 1944 von Herrn Friedrich von Hayek. Hayek musste in den 30er Jahren oder konnte in den 30er Jahren Deutschland zum Glück verlassen, blieb in England in der Emigration und verfasste dieses großartige Werk über die Folgen des Interventionismus oder fortschreitenden Sozialismus, was letztendlich immer in Unfreiheit endet. Und er bezeichnet den Titel sehr passend, Der Weg in die Knechtschaft. Und ich wünsche uns allen, dass vielleicht das Jahr 2016 mal wieder ein Weg aus der Knechtschaft wird. Zurzeit habe ich eher das Gefühl, dass der Weg in die Knechtschaft eigentlich fast schon vorbestimmt ist. Also ein Standardwerk, was eigentlich in viele Bibliotheken gehört. Es ist kein neues Werk, aber es ist sehr zeitgemäß. Und aufgrund dieser Geschichte stelle ich ein bisschen was vor Ihnen aus meiner kleinen Bibliothek. Ich habe einfach reingegriffen, was mich ein bisschen beeindruckt hat, um sagen wir, voranzukommen, ohne zu viel lesen zu müssen von der ursprünglichen Quellen, weil es doch anstrengend ist, nicht jeder hat die Zeit dazu. Und zwar habe ich hier ein Taschenbuch. Dieses Taschenbuch heißt Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen, die Erinnerungen von 1914 bis 1933. Was ist dies für ein Buch und was beschreibt dieses Buchlein? Ich lese Ihnen den Einband mal schnell vor, was es ist. Wenn es dieses Buch nicht mehr aktuell zu liefern ist, suchen Sie in eBay meist oder Amazon. Meist gibt es diese Bücher doch im Gebrauchtbereich immer noch zu erwerben. Es lohnt sich wirklich. Als Kind und junger Mann erlebte Sebastian Haffner den Ersten Weltkrieg, die galoppierende Inflation 1923, die Radikalisierung der politischen Parteien und den Aufstieg des Nationalsozialismus. 1938 emigrierte er, der sich im Duell mit dem Dritten Reich sah, ohne politisch oder rassistisch verfolgt zu sein, nach England. Aus seinem Nachlass stammen die vorliegenden Erinnerungen an seine ersten drei Lebensjahrzehnte, die er schon 1939 zu Papier gebracht hatte. Aus der Distanz des Exils und zugleich unter dem Eindruck des unmittelbar Erlebten blickt der junge Haffner hellsichtig auf die sich anbahnende Katastrophe. Wer das Verhängnis sehen wollte, erkannte es schon vor 1933. Im Zuge der Ordnung des Haffnerischen Nachlasses fanden sich im Bundesarchiv unerwarteterweise die Originaltexte der bislang unvollständigen Kapitel 25 sowie der fehlenden Kapitel 35 bis 40, mit denen Sebastian Haffner sein Manuskript 1939 abschloss. Sie sind in der vorliegenden Taschenbuchausgabe aufgenommen. Warum habe ich dieses Buch gelesen und was hat mich daran so sehr beeindruckt? Wir haben zurzeit in unserer Gesellschaft leider tiefe Risse bekommen. Ich möchte mich jetzt nicht darüber auslassen, was gut oder schlecht ist oder mich für die eine oder andere Seite aussprechen. Wichtig ist für mich aber immer eine gewisse Erkenntnissuche und eigentlich auch diese Neugierde, in der Vergangenheit daraus zu lernen, um daraus ableiten zu können, was eventuell auf uns jetzt auch zukommt. Es wird nie alles gleich im Leben ablaufen. Das wäre furchtbar. Es ist auch nicht vorbestimmt. Aber man erkennt erschreckende, gleiche und ähnliche Dinge, die zurzeit in Deutschland auch vorkommen. Und das ist meine große Bitte, dass wir vor allem das Wort Toleranz nicht nur als leere Hülse benutzen, sondern wieder tolerant werden untereinander und vor allem auch alle politisch Verantwortlichen sich des Wortes Toleranz wieder bewusst werden und sich im Klaren darüber sind, dass Toleranz immer voraussetzt, sonst kann man Toleranz ja gar nicht anwenden, dass andere Menschen anders sind, andere Meinungen haben, andere Auffassungen haben.
Und andere Auffassungen zu tolerieren bedeutet nicht, denen zuzustimmen. Man kann sie ablehnen, auch bekämpfen mit allen möglichen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Aber bitte niemals mit Gewalt, mit Verbot und staatlicher Gewalt. Also bezogen auf Pegida. Wenn wir ein Demonstrationsrecht haben, dann lassen Sie die Leute doch einfach demonstrieren. Es ist ihre Meinung. Punkt. Eine Demokratie verkraftete dies. Wir haben eine ganz wichtige Sache vor uns. Wir müssen Frieden erhalten, weil Frieden das Wichtigste für uns alle ist. Und wir haben als ältere Menschen, dazu gehöre ich ja auch schon mittlerweile, die Aufgabe für unsere Jugend und für die Nachkommen, ein Deutschland zu schaffen, in dem es sich lohnt zu leben, in dem man Hoffnung hat. Denn nur aus Hoffnung heraus und aus Zielen heraus entsteht auch was wirklich Fruchtbares. So, habe jetzt zu viel geredet. Dieses Buch ist ein tolles Buch, lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen. Ist auch nicht so dick, man kann sich es schon antun. Darauf Erfolge dieses Buches hatte ich mir besorgt damals die Weltwirtschaftskrise von 1929 und 1939 sowie das Ende des Geldes von Adam Ferguson. Ich lese Ihnen auch von diesem zweiten Buch mal den hinteren Teil mal vor, das ist die Einleitung. Nichts bereitet den Anlegern derzeit mehr Sorgen als die immer höhere Inflation. Jetzt sage ich ganz kurz was zur Inflation. Es gibt die verschiedenen Definitionen, wir kennen es ja. Nach unserer EZB ist Inflation immer nur die Teuerung der Ware. Jetzt kann man über den Warenkorb natürlich streiten, was ist im Warenkorb drin und was nicht. Und Sie, manche Bürger, werden manchmal merken, ui, die sagen zwar, wir haben keine Inflation, aber mein Korb ist immer leerer und es kostet mir alles Geld. Also bei uns ist die Inflation immer im offiziellen Sprachgebrauch nun einmal nur die Teuerungsrate, was eine Auswirkung ist dieser Inflation, der natürlich der Warenkorb kann gestaltet werden, mehr oder minder. Aber glauben Sie immer mehr Ihrem eigenen Gefühl. Und eines fehlt vor allem in diesem Warenkorb, das sind die gesamten Assets, lassen wir das Fremdwort mal weg, das sind alle Formen von Anlagen, ob das Immobilien sind, Aktienanlagen, also sagen Sachwerte im Groben und Ganzen. Und dort herrscht eine Rieseninflation vor. Ich las erst gestern, dass in Berlin die Preise von Immobilienmittel um 30% gestiegen sind. Also haben Sie eine Inflation von 30% bezogen auf Haus- und Wohnungspreise in Berlin. Jetzt lese ich aber weiter. So ist die aktuelle Geldentwertung eine Folge der Finanzkrise, die 2008 ihren Anfang nahm und auch 2011 noch nicht überwunden ist. Also das Buch ist nicht ganz aktuell, aber es ist immer noch aktuell in seinem Inhalt. Nachdem die Leitzinsen bereits verschwindend gering waren, wussten sich die USA und England nicht anders zu helfen, als Geld zu drucken. Im Mai 2010 zog Europa und damit auch Deutschland nach. Jetzt überspringe ich es ein bisschen. Über 6 Jahrzehnte garantierte die Deutsche Bundesbank als unabhängige und geschätzte Institution, dass sich dieser Albtraum der Hyperinflation der Jahre 21 bis 23 nicht wiederholt. Die Folgen der Hyperinflation sind dadurch fast in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie die aktuelle Situation zeigt, denn seit dem 9. Mai 2010 ist die Gefahr wieder aktueller denn je und auch im Jahre 2015 und 16 ist die Gefahr hochaktuell. In Ergänzung dieser vorgestellten Bücher empfehle ich Ihnen ein weiteres Buch, was vor allem dasteht auf der österreichischen Schule hin. Zur österreichischen Schule erkläre ich Ihnen das anders mal. Und zwar heißt das Buch Wirtschaft wirklich verstehen. Es ist ein schmales Buch, was eine feine Sache ist. Es hat insgesamt, hat das Buch trotzdem zum Glück nur 274 Seiten. Es erklärt in den verschiedensten einfachen Formen das ganze Thema der Wirtschaft aus der österreichischen Sicht. Ich lese hier Ihnen den Einband vor, vielleicht sagt es den meisten. Wenn es etwas Gutes an Krisen gibt, so zumindest, dass man im Nachhinein darüber nachdenkt, ob und wie die Katastrophe hätte verhindert werden können. Die jüngste Wirtschaftskrise wurde zumindest vorhergesehen und das recht präzise. Vollbracht hat das kein bekannter Prophet wie Georg Soros, sondern ein kleiner akademischer Kreis von Volkswirten in den USA. Diese besinnen sich aus guten Gründen zurück auf die sogenannte österreichische oder Wiener Schule. In seinem grundlegenden Werk zeigt der Wirtschaftsphilosoph Rahim, Rest kann ich leider nicht aussprechen, welche Faktoren für eine Fortsetzung der Forschung in der Tradition von Karl Menger, Eugen von Böhm-Barwijk, Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek sprechen.
Dieses Buch, kann man wirklich sagen, hilft die Gegenwart zu verstehen, liefert Warnsignale für die Zukunft. Es ist eine Rückkehr zum Denken der österreichischen Schule und ist ein richtungsweisendes Werk. Auf der Rückseite lese ich Ihnen dieses vom Einband vor. Die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand. Nicht jeder möchte den Arbeitsplatzverlust einer schlechten Konjunktur zuschreiben oder die Aussagen von Politikern und Wissenschaftlern wie der Euro nutzt uns allen und die Rettung der Banken ist alternativlos einfach hinnehmen. Jetzt entsprechend der neueste Satz unserer Kanzlerin ist uns ja allen bekannt, wir schaffen das. Doch nur wer über eine solide ökonomische Wissensbasis verfügt, kann Aussagen aus Politik und Wirtschaft nachvollziehen und sich ein eigenes Urteil bilden. Und gerade hierzu befähigt die österreichische Schule. Die österreichische Schule ist eine Volkswirtschaft, das sind meine eigenen Worte, eine volkswirtschaftliche Denkweise, die vor allem mit ohne Mathematik im großen Stil auskommt. Also auch jeder andere ohne große Mathematikkenntnisse kann es nachvollziehen. Und gerade hierzu befähigt die österreichische Schule. So haben nicht etwa die bekannten Propheten der Ökonomie die letzte Wirtschaftskrise präzise vorhergesagt, sondern vor allem ein kleiner Kreis von Volkswirten der österreichischen Schule. Rahim plädiert dafür, daher für ein Umdenken und für die Rückbesinnung auf die österreichische Schule und damit auf den gesunden Menschenverstand. Er führt den Leser in dieser bewährten Betrachtungsweise der Wirtschaft ein und schreibt nichts anderes als ein Standardwerk für die junge Generation von Ökonomen, die bewährte Ansätze nutzt, um die Gegenwart wirklich zu verstehen und Warnsignale früh zu erkennen. Also das Buch Wirtschaft wirklich verstehen, Einführung in die österreichische Schule der Ökonomie. Dann nehme ich mal ein ganz anderes Buch her, das hatte ich mir aber auch mal gekauft, fand ich aber hochinteressant und hilft Ihnen wirklich in vielen Lagen, von Gerd Busbach und Jens-Jürgen Korff, Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipulieren. Also ein weiteres Buch, was recht gut passend ist doch zu dieser ganzen Sache, ist Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden, von Gerd Busbach und Jens-Jürgen Korff. Dieses Buch habe ich mir, glaube ich, auch vor 2-3 Jahren gekauft. Es lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen, weil man dann gerade, was aus der Tagespresse kommt, viele Statistiken, viele Umfragewerte einfach mit anderen Augen sieht. Ich lese Ihnen mal die Rückseite vor. Es gibt 3 Arten von Lügen. Lügen, infame Lügen und Statistiken. Das ist von Benjamin Disraeli. Wie kommen die glatten Trends in den Wahlprognosen zustande? Gibt es wirklich eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Und was ist von den blumigen Versprechen der privaten Altersversorgung zu halten? Statistiken und Grafiken erwecken den Eindruck von Objektivität und Exaktheit. Dabei lässt sich mit ihnen alles und das Gegenteil davon beweisen. Die Autoren decken auf, wie wir täglich belogen und manipuliert werden, wie repräsentative Umfragen tatsächlich sind, was eine gefühlte Inflation ist und wie Medikamentenstudien geschönt werden. Spannend, unterhaltsam und voller Aha-Erlebnisse. Dieses Buch kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Bringt sehr viel. Man sieht danach viele Statistiken, viele sogenannte Untersuchungen, eigentlich mit ganz anderen Augen. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Man lebt vielleicht ein bisschen unruhiger, aber Erkenntnis hat meist zur Folge, dass man Dinge danach mit anderen Augen sieht. Aber die Welt geht trotzdem weiter. Wir sind auch nur ein kleines Rädchen davon. Dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.